Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Done at Flip. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der richtigen Durchführung einer Stornobuchung. Und für die Erklärung, wie eine Stornobuchung zu funktionieren hat, beziehungsweise in der Praxis funktioniert, habe ich Ihnen hier einen falsch verbuchten Buchungssatz mitgebracht. Also der Buchungssatz lautet 7.700, Versicherungsaufwand an 2.800 Bank. Das heißt, wir haben eine Versicherungsprämie bezahlt. Und für alle, die sich jetzt nicht wundern, wieso hier keine Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer angegeben ist, das ist ganz einfach erklärt. Versicherungen unterliegen nicht der Umsatzsteuer. Aus einem einfachen Grund heraus, es gibt eine eigene Versicherungssteuer. Und deswegen gibt es im Zusammenhang mit Versicherungen eben keine Umsatzsteuer. So, jetzt haben wir aber diesen Buchungssatz falsch verbucht. Warum haben wir ihn falsch verbucht? Sagen wir mal beispielsweise, wir haben den verbucht mit 7.600 Euro. Die richtige Versicherungsprämie wäre aber gewesen 6.700 Euro. Das heißt, wir haben hier einfach einen Ziffernsturz drinnen. Und jetzt gilt es darum, hier diese Buchung zu stornieren, weil wir dürfen ja nicht einfach, wenn wir handschriftlich die Buchführung durchführen, einfach den Buchungssatz ausradieren. Nein, dieser muss dokumentiert bleiben und wir müssen eine Korrekturbuchung vornehmen. Genauso dürfen wir natürlich auch nicht im EDV-System einfach einen Buchungssatz oder eine durchgeführte Buchung oder einen verbuchten Geschäftsfall löschen, sondern auch der muss gespeichert bleiben. Und hier haben wir dann in weiterer Folge zwei Möglichkeiten, diese Buchung zu stornieren. Die erste Variante ist relativ einfach. Die erste Variante, beziehungsweise auch die zweite Variante, ist relativ einfach. Aber starten wir mit der ersten. Die erste ist nichts anderes, wie wir drehen den Buchungssatz um. Das heißt, der ursprüngliche Buchungssatz war 7.700 an 2.800. Das heißt, wir drehen ihn jetzt um. Und haben dementsprechend dann 2.800 Bank an 7.700. Ich kürze es jetzt ab mit Versicherungsaufwand und einem Betrag von 7.600 Euro. Und daraus ergibt sich dann, dass wenn wir uns das D-Konto jeweils vorstellen, dass wir hier zuerst, wenn das hier das Bankkonto ist, die 7.600 im Haben haben, also auf Basis von diesem Buchungssatz vom ersten und das Konto 7.700, die 7.600 im Soll haben. Und durch diese Stornobuchung gleichen wir das Ganze eben einfach wieder aus, weil es kommen hier durch die Stornobuchung diese 7.600 ins Soll, beziehungsweise beim Versicherungsaufwand im Haben. Und wenn wir das dann gegenrechnen, jeweils Soll und Haben, sehen wir, dass es hier ein Nullsummenspiel ergibt. Und dann ist natürlich jetzt so, dass wir diese Versicherungsprämie ja aber bezahlt haben, jedoch nur mit dem Betrag von 6.700 und nicht von 7.600. Das heißt, wir müssen nochmal eine neue Buchung durchführen. Das heißt, wir müssen dann eben diesen Geschäftsfall oder diesen Buchungssatz noch einmal verwenden. Also wiederum dann die 7.700 an 2.800 Bank und jetzt mit dem richtigen Betrag von 6.700.
Das heißt, es ergibt sich dann, wenn wir wiederum auf das D-Konto schauen, dass diese 6.700 beim Versicherungsaufwand hier im Soll stehen, falsch, das ist die Bank, Entschuldigung, hier im Soll stehen und hier dementsprechend dann auf dem Bankkonto im Haben stehen. Und somit haben wir dann diese ursprünglich falsch durchgeführte Buchung mit dem Ziffernsturz eben bereits korrigiert und der Geschäftsfall ist wieder richtig verbucht. Das wäre mal die erste Variante. Und die zweite Variante, was wir oder wie wir das Ganze EDV-mäßig zum Beispiel korrigieren könnten, indem wir einfach diesen Buchungssatz noch einmal buchen, jedoch mit einem negativen Vorzeichen. Und dann den Buchungssatz mit dem richtigen Betrag wieder neu buchen und dann kommen wir eben hier auf dasselbe Spiel, nur dass wir eben hier nicht den Ausgleich über Soll und Haben haben, sondern dass wir hier die Korrektur über die jeweilige Vorzeichen haben, also Plus und Minus. Ja, so viel zur Durchführung einer Stornobuchung. Also wenn Sie hier einen Fehler gemacht haben, überhaupt kein Problem. Einfach eine dieser beiden Varianten für die Stornobuchung verwenden und dann den richtigen Geschäftsfall oder den richtigen Buchungssatz noch einmal verbuchen. Ja, und somit sind wir dann auch schon am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch beziehungsweise über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.